Okay. Ja. So, hallo zusammen. Ich bin Osan von hosting.de. Vielleicht kurz zu mir. Das, was ich bei hosting.de tue, ist zu betrachten, wie sich der Markt entwickelt, wie die Produkte der nächsten Jahre aussehen müssen. Und das führt dann im täglichen Betrieb dazu, dass ich dann auch im Marketing unterwegs bin, im Rechenzentrumsbetrieb, in der Entwicklung und mit möglichst vielen Leuten rede. Ja, unser heutiges Thema ist die Agentur als Hoster. Das war ein Wunschthema von euch. Das habe ich dann irgendwann von Stefan oder David rübergeschickt bekommen. Hier, magst du machen? Ich habe gesagt, jo. Im Nachgang ist ein sehr spannendes Thema. Jedoch habe ich gemerkt, dass das ein mega breites, offenes Thema ist. Also da kannst du wirklich einen Workshop machen, welcher über Wochen geht. Daher habe ich erstmal versucht, das Ganze aus meinem Blickwinkel zu betrachten, als auch aus eurem Blickwinkel. Das wird heute eine weniger technische Präsentation. Das heißt, ich werde heute nicht über Caching, FPM, Nginx reden, sondern ich habe mir sehr häufig dabei die Frage nach dem Warum gestellt. Warum solltet ihr zusammen mit einem Hoster Hosting anbieten und wie sollten eure Produkte aussehen? Ich habe das Ganze so geplant, dass ich erstmal 30 Minuten lang ein bisschen was erzähle oder ein Ticken länger und wir dann im Nachgang so 10, 15 Minuten Zeit haben, um uns einfach auszutauschen, weil das ist bei dem Thema mega wichtig. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir dann im Nachgang ein bisschen diskutieren können. So. Welche Fragen wollen wir heute beantworten? Welche Ziele haben wir? Wie ist eure Beziehung zu Hosting? Ja, was heißt das? Wie betrachtet ihr das Hosting? Wie bietet ihr Hosting gegebenenfalls an? Wie geht ihr generell mit dem Thema um? Da gibt es nämlich teilweise Agenturen, die dann sagen, hier, ich möchte Abstand zum Thema Hosting haben, weg damit. Dann gibt es Agenturen, die das dann intern umsetzen oder es gibt Agenturen, die das Ganze in Kooperation mit einem Hoster machen. Dann, welche Produkte sind verfügbar, ja, die eure Anforderungen erfüllen? Nicht generell, welche Hosting-Produkte sind auf dem Markt verfügbar, sondern ganz wichtig, welche Anforderungen habt ihr und wie muss das Produkt generell aussehen, dass ihr damit vernünftig arbeiten könnt? Ja, ihr habt einen Agenturbetrieb, ihr könnt euch nicht tagtäglich mit den Hosting-Fragen der Kunden beschäftigen. Das heißt, da habt ihr ganz bestimmte Anforderungen an das Produkt an sich. Dann möchte ich aus meiner Perspektive ein paar Empfehlungen ableiten. Hier sitzen ein Mensch Agenturen wie auch 20 Mensch Agenturen und ich habe für beide Empfehlungen, die gegebenenfalls euch dann weiterbringen. Und dann wollen wir uns im Anschluss austauschen. Also ich möchte hier nicht stehen und sagen, hier 45 Minuten lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so müsst ihr das machen, sondern wie gesagt, das ist ein komplexes, breites, offenes Thema. Da kann man sich wirklich sehr, sehr gut drüber unterhalten. Ich habe gesagt, dass es grob zwei Modelle gibt. Wie komme ich zu dieser Aussage? Wir betreuen mit hosting.de etwas über 50.000 Kunden und darunter auch 1.000 Agenturen, die im Webbereich unterwegs sind. Und ich sitze in einer Dreiecksbeziehung mit einmal euch als Agenturen, dem Kunden von euch und wir als Hoster. Und es ist ein immenser Kommunikationsakt. Ja, der Kunde hat dann eine Anforderung, die ihr umsetzen müsst und ihr könnt es nur umsetzen, wenn wir richtig mitspielen. Und daraus habe ich dann zwei Modelle abgeleitet. Zwar Modell 1. Ihr geht hin und sagt, hey, ich will mit dem Hosting nichts am Hut haben. Ich will nichts mit Hosting am Hut haben. Ich gehe bitte zu Anbieter A, B, C oder D. Mit denen habe ich irgendwie in den letzten Jahren mal zusammengearbeitet, ganz gute Erfahrungen gemacht, kümmere dich bitte darum. Und im Modell 2 kooperiert er mit dem Hoster. Ich hatte erst stehen, ihr macht Hosting selber, das fand ich von der Formulierung nicht gut. Es passt, denke ich, auch zu euch nicht, aber ich glaube, im Modell 2 eine enge Kooperation mit einem Hoster ist das auch, worauf wir uns heute jetzt fokussieren. Warum solltet ihr überhaupt Hosting anbieten? Ne, Hosting ist doch im Alltag
in der Regel für euch nur Schmerz und Stress. Ja? Wenn irgendwas nicht funktioniert, ruft der Kunde euch an, sagt, hyperventiliert am Telefon, sagt, hey, schon wieder ist irgendwas down oder irgendwas funktioniert schon wieder nicht und ich habe eben versucht, eine Mail rauszuschicken, hat nicht funktioniert, es gibt doch nur Probleme mit dir. Und du denkst dir als Agentur dann, eigentlich ist das nicht mein Kerngeschäft. Eigentlich möchte ich tolle Webseiten, tolle Projekte mit dir umsetzen im Webbereich, nicht mich mit dir über das Thema Hosting kloppen. Ja? Warum sollte ich das tun? Ich gehe vielleicht, erzähle ein bisschen Geschichte. Wir haben im Hosting-Bereich, haben wir so Anfang 2000er, hat eine DE-Domain 20 Mark gekostet oder 20 Euro. Das Hosting hat dann irgendwie auch 20 Euro im Monat gekostet. Und das hat sich dann so entwickelt, dass man dann 2003, 2004 ist das Ganze ein bisschen runtergegangen. Da hat das Hosting dann auch 10 Euro im Monat gekostet und 2006 29 Cent. Ja, wir als Hoster haben den Markt kaputt gemacht. Ja, der Kunde hat dann 29 Cent Angebote erwartet, die wir nicht mehr sinnvoll und vernünftig zur Verfügung stellen konnten. Und so einen ähnlichen Trend habe ich auch im Agenturbereich gesehen. Sagen wir mal symbolisch, Anfang 2000 hat eine Webseite, einfach nur symbolisch, 2000 Euro gekostet. Dann ist das Ganze runtergegangen, CMS-Systeme gekommen, wo der Kunde ein bisschen selbst klicken konnte. Und heute geht der Kunde hin und sagt, ich mache kurz ein WordPress, dann gehe ich auf Themeforest oder wie sie alle heißen und kaufe mir da für 25 Dollar ein Theme und habe eine Topseite. Warum soll ich euch 2000, 3000 Euro bezahlen? Was macht ihr denn da? Ihr macht doch nichts anderes. Ja, das heißt, auch an der Stelle ist der Markt kaputt gegangen. Ihr wisst, versteht, was ich meine. Ja? Und daher ist das Warum an der Stelle sehr wichtig. Und zwar müssen wir das Ziel haben, eine einzigartige Lösung dem Kunden anzubieten, welche er nur von uns bekommen kann. Ja? Und das Paket, was man da schnürt, ist wirklich relevant für den Kunden und auch sehr, sehr wichtig. Ja, wir müssen versuchen, dem Kunden an uns zu binden mit möglichst viel Dienstleistung, mit möglichst viel Service. Wir dürfen dabei nicht hingehen und sagen, hier, das möchte ich aber nicht, das möchte ich nicht und damit nervst du mich. Ja, insgesamt wollen wir das Kundenerlebnis steigern. Wir wollen durch eine vernünftige, einzigartige Lösung unser Produkt veredeln. Und das führt dann zur Kundenbindung. Ja, ein Beispiel von Hosting.de, gehe ich das mal kurz durch. Warum machen wir überhaupt Hosting.de? Wir sind schon länger auf dem Markt, aber 2015 haben wir angefangen, unsere Plattform, unsere Hosting-Plattform komplett neu zu entwickeln. Ja, warum nehmen wir so viel Geld in die Hand? Ja, das Leben kann doch einfacher sein. Ich könnte auch hingehen und sagen, okay, ich nehme einfach meine Server, da tue ich dann Plesk drauf, dann gebe ich euch Zugänge zum Plesk und dann klickt ihr da rum und alles ist gut. Ja, wir nehmen hier wirklich viel, viel Geld in die Hand und entwickeln eine eigene Verwaltungsoberfläche, eigene Managementsysteme. Wir gehen im Rechenzentrum bis auf den Switchboard. Unser Ziel ist es, eine moderne Hosting-Plattform zur Verfügung zu stellen, welche dem Jahr 2017 gerecht wird. Ja, viele Hosting-Systeme der Marktbegleiter wurden Anfang 2000er initial entwickelt und haben sich die letzten 15 Jahre nicht weiterentwickelt. Bis auf irgendwie PHP 5 ist dazugekommen oder PHP 7 ist dazugekommen oder MySQL ist dann von 3 auf 4 und dann auf 5 aktualisiert worden. Ja. Deswegen sind wir hingegangen und gesagt, okay, wie können wir überhaupt noch bestehen? Wir können nur bestehen, wenn wir eine einzigartige Lösung euch Kunden dann anbieten. Und das hat dann bei uns so Konsequenz gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine ganz neue Hosting-Plattform, investieren viel Geld, veredeln unser Produkt und binden euch dann perspektivisch langfristig an uns. Kommen wir auf die Produktkategorien, die es auf dem Hosting-Markt gibt. Das ist simpel formuliert, haben wir da einmal Managed-Produkte und einmal Unmanaged-Produkte. Ja, was sind Unmanaged-Produkte? Virtuelle Systeme, Dedicated Server, so wie man sie bei den diversen Anbietern mieten kann. Und bei dem Thema muss man wirklich betrachten, wie groß die Agentur ist und wie das Background, also das Knowledge der Agentur ist. Ne? Es ist sehr einfach hinzugehen, zu sagen, okay, ich miete mir jetzt irgendwo einen dedizierten Server, tue da Plesk drauf und irgendwie Magie, alles passiert von alleine und es aktualisiert sich allein von alleine und du musst eigentlich nichts tun. Ja? Das ist auch im Betrieb so. Wenn es funktioniert, ist es auch so. Aber was passiert, wenn es nicht funktioniert, wenn es einen Fehler gibt? Dann steht man da und niemand möchte einfach helfen.
Ja, das ist eine. Selbst wenn man hingeht, sagt, ich will Geld ausgeben. Jemand ist sofort da und hilft dann. Ich meine, wenn eine Webseite sonntags um 20 Uhr, wenn der Server sonntags um 20 Uhr nicht funktioniert, brauchst du sonntags um 20 Uhr sofort jemanden, der da einspringt und hilft. Wenn man das jetzt weiterführt, dann haben wir einmal die Ein-Mensch-Agentur und die Drei-Mensch-Agentur. Ich behaupte, die Ein-Mensch-Agentur kann niemals einen Agenturbetrieb und einen Hosting-Betrieb selbstständig betreiben und gestalten. Das funktioniert nicht. Ja? Wohingegen eine Drei-Mensch-Agentur könnte das tun. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Du hast dann einen Designer oder Designerin und dann zwei Entwickler oder Entwicklerinnen, dann, die sich mit dem Serverbetrieb auskennen. Ja? Das heißt, bei einer Ein-Mensch-Agentur schließe ich aus, dass man da irgendwas mit Unmanaged-Servern macht. Bei einer Drei-Mensch-Agentur wäre das möglich. Ich könnte jetzt auch sagen, ne, die Teamgröße und euer Background sind ausschlaggebend dafür, ob ihr diese Produktkategorie nutzen könnt oder nicht. Ja, ich könnte sagen. Sag mal nein. Stimmt nicht. Weil der Hostingbetrieb mega komplex und kompliziert geworden ist. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an früher, so Anfang 2000er, da hast du dir irgendwo einen Server gemietet, hast dort Configs installiert und dann warst du fertig, dann konntest du arbeiten. Da gab es noch nicht so wirkliche DDoS-Attacken. Da gab es nicht so Malwares. Spam war auch nicht wirklich. Ja, da wurden keine Webseiten gehackt und tausende Spam-Mails verschickt. Ja, die Welt war einfacher damals. Und heute? Nginx, FPM, TLS, Deployment, Docker, ja, ist erweiterbar. Allein Thema SSL, denkt an die letzten 2, 3 Jahre. Mega komplex geworden. Ja, also, wenn ich bei uns mitbekomme, wenn wir über SSL diskutieren und wie wir SSL ausrollen und sicher machen, da beschäftigst du 2, 3 Kollegen, die nichts anderes tun. Ja. Von daher meine Empfehlung, das kann eine kleine Agentur nicht leisten. Das kann auch eine mittelgroße Agentur nicht wirklich sinnvoll leisten. Managed-Produkte sind das, worauf man an der Stelle setzen sollte. Ja, in dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, wie ihr auftreten wollt. Ja, wollt ihr als gegenüber euren Kunden, wenn ihr Hosting umsetzt, dann als Serverbetreiber auftreten? Wollt ihr sagen, hier, das ist mein eigenes Rechenzentrum? Ich glaube, dass das heutzutage weniger Sinn macht, weil auch die Kunden schlauer geworden sind. Die Kunden haben die Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen, haben vielleicht auch mitbekommen, dass ein Kölner Anbieter einen Anbieter aus Hürth übernommen hat, haben vielleicht auch mitbekommen, dass ein Kölner Anbieter dann einen Anbieter aus Ismaning mitbekommen hat, haben vielleicht auch mitbekommen, dass der Kölner Anbieter dann 100.000 Server nach Frankreich schleppt. Ja, das heißt, Kunden sind schlauer geworden, ne? Die lesen auch teilweise Heise und bekommen das mit. Und es ist nicht mehr glaubwürdig, wenn man sagt, man betreibt ein eigenes Rechenzentrum. Das war mal vielleicht vor ein paar Jahren, 5, 10 Jahren der Fall, aber heutzutage ist das nicht mehr möglich. Das Thema ist einfach mega komplex geworden. Und auch der ganze Markt konsolidiert sich. Ja. Zusätzlich ist das White Labeling. Also Agenturen kommen ja häufig zu uns und sagen, hier bitte macht mal ein White Labeled Interface, das ist nicht direkt unser Logo, also Hosting.de Logo dort steht. Wird auch immer schwieriger. Ja, die Gesetze unterstützen das nicht in der Form, wie es gewünscht wird vom Markt. Und daher sage ich, dass man vielleicht Transparenz gegenüber dem Kunden zeigen sollte, in Form von, hier, lieber Kunde, klar, wir betreiben kein eigenes Rechenzentrum, aber wir arbeiten dort mit einem Partner zusammen, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, den wir wirklich gut kennen. Ja, wir haben eine enge Kooperation mit XYZ, weil Hosting ist ja Vertrauenssache, ist ja eine super intime Angelegenheit. Ja, ihr bzw. eure Kunden legt ja eure Daten in die Hände des Hosters. Und wenn der Hoster einen Ausfall hat oder die Daten verloren gehen, dann ist eure bzw. die Kundenexistenz bedroht. Ich finde, das ist eine super intime Angelegenheit. Und wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt, wenn euer Hoster mal down ist, 20 Uhr, ihr könnt nicht anrufen, weil besetzt, weil da tausend andere Kunden anrufen und du denkst dir, oh Scheiße, meine E-Mails liegen da, meine Webseite, es liegt alles da und mein Geschäft ist gar tot. Das ist eine wirklich sehr intime Angelegenheit. Und daher ist es essentiell, dass man einen guten Partner findet und auch Zeit und Energie in die Suche investiert.
Ja, jeder muss sich eigene Anforderungen, Kriterien aufmalen. Klar, es gibt Basisanforderungen, das ist redundant, XYZ. Wie hat der Host da Prozesse für XYZ? Aber jeder von euch muss auch hingehen und sagen, okay, ich habe meine eigenen Kriterien dafür. Und meine Kriterien wären zum Beispiel Teamgröße, weil ein Mensch-Hoster geht nicht, ne? Haben wir eben schon festgestellt. Er kann nicht 24/7 arbeiten. Dann wären mir Prozesse wichtig. Wie arbeitet eigentlich der Hoster? Ja? Wenn Server geupdatet werden müssen, geht der Hoster dann hin und meldet sich dann manuell auf den Servern ein und tippt dann die Befehle. Oder hat der Hoster technische Prozesse? Ne? Dann Technologie ist ein wichtiger Punkt. Risikomanagement. Wie ist er versichert? Ne? Solche Themen. Da muss jeder für sich so einen Anforderungskatalog erstellen. Wenn wir zum Beispiel auf den Punkt Team und Teamgröße eingehen, dann habe ich da eine kleine Geschichte. Letztes Jahr kam ein Kunde auf mich zu, meinte, hier, ich angerufen, hier, Ogu, ich arbeite jetzt mit dir schon 5, 6, 7 Jahre zusammen. Wir tauschen wöchentlich Mails aus, Telefonate. Ich habe dich aber noch nie gesehen. Ich habe irgendwie so ein, ich vertraue dir, es funktioniert, aber ich habe so im Bauch ein komisches Gefühl. Ich möchte dich gerne mal besuchen. Ich sage, klar, komm vorbei, natürlich. Und vorbeigekommen, war auch ein nettes Event. Und danach hat er auch gesagt, hey, ich habe ein gutes Gefühl jetzt oder ein besseres Gefühl. Ja, und weil er uns persönlich kennengelernt hat, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Da muss man mal drüber nachdenken. Und ich würde es auch generell empfehlen, einfach wenn ihr mit einem Hoster zusammenarbeitet, ruft ihn mal an, besucht ihn, genau wie der Kunde es gemacht hat. Ich fand es war eine schöne Sache. Wenn wir auf den Punkt Technologie eingehen, der ist wichtig. Weil wir arbeiten mit Technologie. Aber der ist auch schnell abgeschlossen. Weil viele Hoster können mit gängigen CMS-Systemen umgehen. Ja? Weil die CMS-Systeme so verbreitet sind, WordPress, Joomla, Typo und so weiter und so fort, haben sich die Hoster auch darauf spezialisiert. Da kann man schnell beim Punkt Checkboxen Häkchen machen und sagen, okay, abgehakt, es funktioniert. Mindestens die Hoster, die jetzt hier auf der Joomla Day sind, können mit Joomla hervorragend umgehen. Behaupte ich es einfach mal. Was ist also entscheidender für euch? Oder wo entsteht das Problem? Ihr kennt die Geschichte, der Kunde ruft euch an und sagt, hey, setzt mal bitte das FTP-Passwort neu. Weil der Kunde ruft euch an und sagt, ich brauche eine neue E-Mail-Adresse. Oder der Kunde ruft an, ich brauche einen neuen Autoresponder, weil ich jetzt im Urlaub bin. Der Kunde ruft euch an, XYZ. Ja, und das sind häufig Gründe, warum ihr sagt, ich möchte mit dem Hosting nichts zu tun haben. Ja, ich möchte mich auf mein Geschäft konzentrieren. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Nur weil der Kunde anruft und sagt, hier, richte mal was für mich ein. Ja, also wo entsteht das Problem oder was benötigt ihr? Ihr benötigt ein vernünftiges Verwaltungssystem für euch selber. Ihr benötigt aber auch ein vernünftiges Verwaltungssystem für eure Kunden. Ihr müsst euren Kunden eingeschränkte Zugänge geben können, damit euer Kunde selbstständig dort einen Autoresponder konfigurieren kann, ein Passwort ändern kann. Ja, und das müsst ihr steuern können, ihr Kunde steuern können. Wo was, wie, wo was und wo er Rechte hat, um sie zu konfigurieren. Das ist extrem wichtig und ich glaube, dass es auch euch entlasten würde, wenn ihr Verwaltungssysteme findet, die das Ganze unterstützen und dann auch nutzt. Ja? Und ein weiteres extrem wichtiges Thema, ja? Backup. Geht zum Hoster, fragt hier, wie machst du eigentlich Backups? Wie häufig machst du Backups? Testest du deine Backups? Und unabhängig davon würde ich allen empfehlen, macht eigene Backups. Es gibt genug, ich glaube, genug von euch werden mit Git arbeiten. Und wenn man da konsequenter mitarbeitet, kann man es auch so gestalten, dass ihr aus Git dann die Webseiten auscheckt, sodass ihr immer auf eurer Seite, auf eurem Git-Server oder SVN-Server oder irgendein anderes Revisionssystem, dass ihr dort eure Kundenprojekte habt. Dass ihr, egal was mit dem Hoster passieren sollte, immer eure Daten in euren eigenen Händen habt. Das ist extrem wichtig. Ja. Aus meiner Perspektive extrem wichtig. Fassen wir das jetzt mal kurz zusammen. Das Erste ist, was will man überhaupt anbieten? Wie sieht aus eurer Perspektive die einzigartige Lösung aus, mit dem ihr ein super Kundenerlebnis produziert, mit dem ihr den Kunden an euch bindet. Dann Partner suchen und finden und besuchen.
kurz Technologie checken. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir arbeiten an der Technologie, aber ist nicht der, einer der Hauptpunkte. Dann möglichst managed Produkte einsetzen. Ja, weil, wie gesagt, Hostingbetrieb ist mega kompliziert. Dann ist das Verwaltungssystem relevant, sehr relevant, damit ihr nicht die Anrufe bekommt, hier ändere mal bitte mein E-Mail-Passwort oder konfiguriere meinen Autoresponder. Und dann gibt es Punkte, die ihr noch ergänzen könnt. Ja, das könnt ihr besser als ich. Die kann man erweitern. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt und ein bisschen weiter spinnt, denke ich auch, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir entwickeln und wie wir Webseiten ausrollen, deployen oder wie man es nennen will, in den nächsten Jahren stark ändern wird. Thema Docker. Das ist in der Agenturbranche ist das noch nicht wirklich angekommen. Ja, man hat mal schon mal von Docker gehört, vielleicht hat man auch mal ein bisschen rumgespielt, aber das ist noch nicht wirklich angekommen. Aber in meinen Augen wird das die nächsten Jahre der Weg sein, wie man entwickelt, wie man testet, wie man dem Kunden eine RC-Umgebung zur Verfügung stellt, wie man dann das Ganze dann ins Rechenzentrum schiebt. Und das ist nicht nur eine Sache auf eurer Seite, sondern das ist auch eine Sache auf unserer Seite, weil wenn ihr mit Docker und Co. entwickelt und testet, dann müssen wir auch in der Lage sein, die Ergebnisse von euch anzunehmen und dann im Rechenzentrum zu betreiben. Das heißt, da sollte man dann gucken, dass man einen Partner findet oder mit einem Partner zusammenarbeitet, der auch sich weiter technologisch entwickeln möchte und Geld investieren möchte. So, das sind meine Folien. Jetzt würde ich ganz gerne zu der Fragen- und Austauschrunde kommen, weil, wie gesagt, das ist ein Thema für einen Workshop. Da kann man eine Woche lang sich jeden Tag unterhalten und kloppen und die Komponente hier sich auszutauschen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu geben, ist in meinen Augen mega wichtig. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr aufgestellt seid, irgendwie in Bezug auf Docker und Co., was ihr euch ja da bisher ausgedacht habt? Ja. Also im Bereich Docker, vielleicht erzähle ich kurz, was Docker ist. Oder ich formuliere es mal technisch falsch. Was ist Docker? Ihr könnt eure Webseiten in Image packen. Und dieses Image beinhaltet alle Abhängigkeiten für den Betrieb dieser Webseite. Das heißt, es ist irrelevant, ob der Hoster PHP 5, 6, 7 oder 10 kann. Das ist alles in diesem Image drin. Ihr packt eure Webseite dieses Image, da sind alle Abhängigkeiten drin, ihr nehmt dieses Image und ihr schiebt es einfach ins Rechenzentrum und dort wird dieses Image ausgeführt. Das ist Docker. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Es hat sich auf dem Markt Kubernetes, ist so eine Umgebung, die ihr lokal betreiben könnt, die man auch im Rechenzentrum betreiben kann. Das heißt, wir betreiben dann dieselben Umgebungen, ihr entwickelt in derselben Umgebung, wie ihr sie dann nachher im Rechenzentrum betreibt. Und da hat sich Kubernetes als de facto Standard eigentlich etabliert. Und was wir in dem Bereich vorhaben, ist, wir wollen ein Managed Kubernetes anbieten. Ja? Sodass du zu Hause, lokal oder im Flugzeug, auf deinem Mac, startest Kubernetes, entwickelst darin, machst dein Docker-Image drin, testest das alles und dann schiebst es einfach nachher, wenn du gelandet bist, ins Rechenzentrum und es funktioniert. So, das ist, denke ich, der Weg, den wir gehen werden. Ja? Billing. Wie kann man Endkunden, oder sagen wir mal, dem Kunden der Agentur dann die Preise anbieten über das Managed Hosting? Ich kann jetzt ein Beispiel für Hosting.de machen. Wir haben eine API-First-Plattform, das heißt, du kannst unsere kompletten Produkte über eine API ansprechen. Du kannst für den Kunden Preise definieren, die der Kunde dann sieht. Also du siehst jetzt deine Preise, du kannst sagen, okay, generell, wenn ich keinen Sonderpreis eingetragen habe, dann bitte immer 10% oder x% aufschlagen, sodass, wenn dein Kunde einkauft, dann den entsprechenden Preis sieht. Und wie bekommst du dann nachher sozusagen das mit, was der Kunde dann bei dir eingekauft hat? Wir schicken dann dir mit der Rechnung eine CSV-Datei, die du dann irgendwie parsen könntest, verwurschteln könntest in deine eigene Rechnungssoftware oder du fragst das Ganze über unsere API ab. Also der Hoster muss da schon dir oder euch eine Möglichkeit anbieten, Preise zu definieren und dann auch abzufragen, was hat der Kunde eigentlich in dem Zeitraum 1.1. bis 31.1. gemacht? Dann funktioniert das. Vielleicht mal was ganz anderes. Ich bin durch Zufall auf euch gestoßen bei den World Hosting Days in den News und habe noch nie von euch gehört und ich bin ja jetzt auch schon länger im Markt tätig.
Ja. Weder im CT noch wenn ich im Internet so Webposter-Vergleich eingibt, da seid ihr nirgends dabei. Ja, ja. Also uns gibt es als GmbH seit 2006. Wir haben historisch bedingt haben wir mehrere Labels betrieben. Vollmanet ist beispielsweise unser Dedicated Label gewesen, wo wir dedizierte Server angeboten haben. Dann haben wir ein B2B-Label, Tour-IT, dann haben wir ein Endkunden-Label-Survey gehabt. Das haben wir historisch bedingt so aufgebaut, waren auch überzeugt von. Und irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, okay, wir haben mehrere Labels, wir verwässern irgendwie unsere Energie im Marketing. Und wir hatten dann die Domain Hosting.de, haben gesagt, okay, wir konsolidieren das Ganze in Hosting.de und entwickeln parallel diese neue Plattform. Und wir versuchen, oder wir werden keine klickenden Werbebanner irgendwo im Google anzeigen. Werden wir nicht tun, weil wir haben unsere Basis von 50.000 Kunden, damit verdienen wir unsere Brötchen. Was wir mit Hosting.de versuchen, ist wirklich zu schauen, wo der Markt hingeht. Ja, ist nicht spielen, weil dafür steckt zu viel Geld drin, aber wir gucken, wo geht der Markt hin, was sind eure Anforderungen, wie entwickeln wir uns weiter. Ja, ich bin begeistert. Ja. Keine Frage. Ja, das ist wohl unser Ziel. Ich würde auch gerne eine Produktfrage stellen, ich weiß nicht, ob das denn der Rahmen ist, aber wie geht ihr zum Beispiel um, wenn jetzt eine Webseite gehackt wird, der Ismaninger, der jetzt in Frankreich ist, sperrt die Kundenpräsenz und zwar ganz gnadenlos. Du kriegst auch als Reseller das System oder als Anbieter, du kriegst eine E-Mail und hast den Kunden an der Backe, wie heute Morgen. Ja. Und stehst da und denkst dir, unabhängig davon, wer jetzt wirklich zuständig ist und wir reinigen, wie ist das bei euch gehandhabt? Ich denke mir, die eine Stunde hätte jetzt auch nicht mehr rausgerissen, weil also in dem Joomla-System irgendein WordPress-PHP hochgeladen wurde. Ja. Wie geht ihr damit um oder mit euren Reselling-Partnern? Wir haben da heute lustigerweise vor zwei Stunden. Ich habe eben die gleiche Frage bei Ihnen am Stand gestellt. Deswegen. Also die Frage ist, wie gehen wir mit Hacks um? Es gibt ja unterschiedliche Hacks. Ich mache ein kleines Beispiel. Die Webseite wird gehackt und verschickt Spam. Das erkennen wir, weil wir A gucken, wie viele E-Mails gehen pro Stunde raus. Und wenn wir feststellen, dieses Limit wird überschritten, dann deaktivieren wir die E-Mail-Funktion. Und zwar so, dass die E-Mails noch angenommen werden, weil es ein Newsletter sein könnte. Wir verschieben sie dann auf ein temporäres System. Sie gehen nicht ins weltweite Internet. Das ist unsere IP und eure Domain ist geschützt. Dann kommen wir auf euch zu und sagen, hier, du hast irgendwie 5000 E-Mails in 30 Minuten verschickt. Das sieht komisch aus. Ja, und wir haben uns das mal kurz angeguckt und das ist höchstwahrscheinlich Spam, weil 90% an hotmail.com geht. Und so arbeiten wir in dem Bereich. So, sollte auf der Webpräsenz eine Phishing-Seite sein oder Bank, dann sperren wir nur diese eine Domain. Also wir sperren nicht den ganzen Server von euch, nicht den ganzen Account, sondern wir sperren diese eine Domain, wo die Phishing-Seite verfügbar ist. Weil das ist einfach nur ein anderer Layer, weil da könnte. Spam ist das eine, ist auch unschön, aber wenn eine Phishing-Seite von einer Bank betrieben wird, ist das noch was anderes. Ja, so gehen wir grob damit um. Also es bringt nichts, euch zu vergraulen und euren Kunden zu vergraulen, sondern wenn es dafür eine ordentliche technische Lösung gibt, dann sollte man die angehen und sich überlegen, wie kann man den Prozess da gestalten, dass es für euch einfacher wird. Ich habe gerade eben, weil das Billing-Thema war, und also das ist bei mir noch so ein bisschen offenes Thema, vielleicht hat er von euch, weil das Thema Austausche auch, irgendjemand eine Lösung, wie ihr das Hosting-Zeug eigentlich abrechnet. Ich habe mit ein paar Leuten jetzt hier vom Joomla Day schon gesprochen und so richtig die eierlegende Wollmilchsau habe ich noch nicht gefunden. Gibt irgendwelche älteren Tools oder so, die da ganz gut sind. Ich persönlich habe meine Buchhaltung in LexOffice und bei mir sieht der erste Arbeitstag im Monat so aus, dass ich die ganze Zeit auf Rechnung versenden klicke, weil ich weiß nicht, ich bin einen halben Tag beschäftigt und meine Marge ist am Arsch. Also, ja, ist so. Also ich meine, wenn ich in der Zeit was anderes arbeiten würde, dann könnte ich mir das Hosting-Thema auch schenken. Genau. Gibt es da was Schönes? Kannst du ein CRM nehmen, wie zum Beispiel WeClap. CRM kannst du dann wiederkehrende Rechnung einrichten, ja, verschickst du automatisch. Also ich habe... Kriegst deine Kunden ein, dann kannst du auch andere Produkte außer Hosting. Ich weiß nicht, ob ihr G-Sales kennt oder so. Also ich weiß nicht, ob das. Ja, da ist nämlich das Thema, das finde ich, also ich komme mit überhaupt nicht klar. Aber was ich da schön finde, ist, ich kann zum Beispiel sagen, jetzt hat der Kunde eine Domain gebucht, packt es in eine Warteschlange und in der nächsten Rechnung, die ich verschicke, ist diese Domain dann mit drin. Das heißt, ich bombardiere den Kunden nicht mit 7 Rechnungen im Monat, immer mit einer Kundendomain mit ein paar Euro, sondern
er kriegt einmal eine Rechnung am Monatsanfang und die kriegt er dann nächstes Jahr wieder. Und wenn da noch drei Domains dazu kamen, dann kriegt er trotzdem nur eine Rechnung. Das finde ich super. Aber es gibt für mich noch keine so schöne Lösung. Ich weiß nicht, GCSE kommt mir nicht klar. Also da sind Textoffice wie klar Serien. Rechnungen. Ja, genau, aber das sind dann halt. Oh, dann ist ja halt die Frage, ob du monatlich abrechnen willst oder was du zur Verbindung an den Kunden hast. Also ich habe als Agentur, ich rechne wirklich nur jährlich ab. Ja, und dann kontrolliere ich schon einmal im Jahr. Dafür ist der Aufwand dann auch für mich überschaubar. Also wenn ich jetzt wirklich 1000 Hosting-Kunden hätte, dann hätte ich auch da andere Lösungen. Aber so kann ich wirklich einmal im Jahr schnell gegenlesen in der Buchhaltung oder schauen, ist, hat sich was verändert. Ist wirklich die Frage, ob du da monatliche Rechnung schicken musst. Also selbst große Hoster gehen ja hin und machen halbjährliche, vierteljährliche oder jährliche Rechnungen. Ich habe damals gedacht, dass meine Kunden damit ein Problem haben, wenn ich so einen langen Zyklus abrechne. Aber ich habe in der ganzen Zeit nicht einen gehabt, der gesagt hat, ich will aber jetzt nicht für ein ganzes Jahr zahlen. Bei mir sind da die CMS-Updates eigentlich hauptsächlich mit drin. Und das wird dann eine Summe aufs Jahr gesehen, die dann doch relativ groß ist oder so, oder dann für kleinere Kunden. Das ist halt immer angenehm, wenn das so monatlich dahin düdelt. Für mich ist es natürlich auch angenehm, weil da kommt monatlich so ein bisschen Geld rein. Und gerade, das ist immer so kombiniert. Klar, stimmt, man könnte Hosting jährlich abrechnen. Oder Hosting sind die Kosten, die du kalkulieren kannst. Ja. Und das rechnest du, keine Ahnung, am 1.1. jährlich ab. Und den anderen, das andere Gedöns, das machst du eben monatlich. Das zusammenkommt an Support. Bei Support und Domain und Server-Mieter. Ja? Vielleicht soll ich mir sowas einfach mal überlegen. Deswegen reden wir ja. Also die Frage ist aber, wenn man den Austausch hat. Monatlich ist halt Deal, weil ich glaube, beim Kunden tut es ja auch Aufwand verursacht. Der muss klicken, klicken, klicken. Beim Kunden kommt die Rechnung rein, der guckt die an, tut sie entweder selber überweisen oder muss sie irgendwie an ein Steuerberatungsbüro überweisen. Gibt es ja auch, wenn das Steuerberatungsbüro überweist ist. Bei dem macht es ja auch Aufwand. Vielleicht ist es gerade eine Lose-Lose-Situation. Du ärgerst dich, der Kunde ärgert sich aber auch. So, wenn du ihn fragst, hey, sollen wir es einmal im Jahr machen? Sollen wir es einmal im Halbjahr machen? Was ist dir lieber? Ja. Weil natürlich, zusätzlich kommt Geld rein, wenn alle zum 1.1. zahlen wollen, das ist natürlich doof. So, aber eventuell verteilt es sich ja dann auch und dann kommt jeden Monat. Ja, bei mir läuft es über Lastschriften. Also bei mir ist es erstmal gut, dann gibt man halt dann auch gleich mal ein bisschen Geld für aus, weil das ist ja nicht umsonst. Aber. Ja, zum Beispiel 12 Mal dann im Fischer gegenüber nur einmal. Königsweg muss nicht gehen. So, ja. Noch eine Frage, gerade bei den Managed-Produkten ist es immer so, Managed heißt ja, ihr habt ein Set an Features, so das supportet ihr auch. So, wie geht ihr mit der Installation an, wenn ich sage, alles klar, passt soweit, ich brauche aber noch dieses eine Programm? Ja, also deine Frage ist, ob wir oder wie wir standardisierte Managed-Produkte individualisieren. Genau, ja? Also ich will noch ein Programm, oder irgendwie, keine Ahnung, ich will ein Subversion Repository, ein Git-Repository, was nicht im Standard drin wäre oder so, aber ich brauche das für meinen Betrieb. Ja. Kann ich das machen? Läuft es dann so, dass hinter eurer Obhut oder läuft es so, ihr betreut weiter euren Teil? Ja. Es wird zwar installiert, aber ich bin jetzt selber dafür verantwortlich. Das ist ja so dieses Prinzip Managed Root. Ja. So, ich habe einen Managed Teil und ich habe eben den Teil, wo ich dann auf eigene Verantwortung quasi. Ja. Das machen wir zum Beispiel bei unseren Standardprodukten nicht. Also wir installieren da nicht irgendwelche Applikationen, weil für uns ist es essentiell, dass wir eine einheitliche, dokumentierte Infrastruktur haben, die wir jederzeit reproduzieren können. Das heißt, wir gehen nicht einfach hin und installieren irgendein Tool. Mhm. Unsere Managed-Systeme jetzt im Bereich, also wenn man jetzt Hosting.de als Beispiel nimmt, sind so gestaltet, dass jede Agentur, also so gut wie jede Agentur wunderbar damit arbeiten kann. Das heißt, Tools wie Git oder SVN sind immer drauf. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will ein GitLab drauf betreiben, dann haben wir dafür auch eine Lösung. Dann machen wir ein individuelles Management oder wir machen ein Hybrid-Management, wo wir einfach ganz konkret darüber sprechen, wie du auch, wenn du auf dem Server unterwegs bist und ein Paket installierst, an welche Prozesse du dich halten kannst. Also wir lassen niemanden einfach irgendetwas irgendwie tun. Sondern wenn du was nachinstallierst, weil wir haben Hybrid-Management, weil es nicht anders geht, dann und du installierst ein Paket, dann loggst du dich bei uns ein und sagst, hey, ich habe hier das und das gemacht und unsere Kontrolltools, die wir entwickelt haben und auf dem System betreiben, bekommen das dann sowieso mit, sodass wir dann sagen können, okay, das ist gewollt gewesen. Also, wie gesagt, bei den Standardprodukten machen wir das nicht. Die bieten alles an, was du benötigst in der Regel. Solltest du was Individuelles benötigen, dann muss man halt reden. Lösungen gibt es dafür. Ich denke, so werden
zumindest bis auf 2 plus 2 die anderen kleineren Hoster auch handeln. Falls in Joomla eine Sicherheitslücke auftauchen sollte, ist ja oft die Möglichkeit, dass man das irgendwie über Filter oder so im Vorhinein schon blockieren kann. Wie schnell seid ihr da? Die Frage ist, wenn eine Lücke in Joomla besteht, die kommt um 23 Uhr raus, dann könnt ihr natürlich eure X-Installation nicht sofort updaten, ob wir dann schon auf seitens unserer Infrastruktur aktiv werden. Wir bekommen selber vom CMS Garden, zum Beispiel vom David, vorab schon Mails in Form von, hey, da wird jetzt morgen oder übermorgen wird eine Lücke präsentiert, stellt euch irgendwie darauf ein, und wir stellen uns darauf ein und konfigurieren auf Webserver-Seite dann Filter. Ja, die dann, meistens ist es ja so, dass irgendwie ein ganz bestimmter Aufruf aussieht. Das heißt, wir filtern diesen einen Aufruf raus oder wir blockieren den einfach. Dann danke ich. Ja, wir sehen uns vielleicht heute Abend noch. Wir sind auch noch morgen da. Wenn ihr jetzt Fragen habt, kommt an unseren Stand. Es ist unabhängig davon, ob es hosting.de betrifft oder nicht. Wie gesagt, Kommunikation ist extrem wichtig. Sich auszutauschen ist mega wichtig. Kommt gerne an den Stand. Da ist auch Michael da. Wir beantworten dann eure Fragen auch sehr gerne. Ja, danke.